Mahlzeit und willkommen zurück in einer weiteren Aufnahme von OMSI. Der MANÜL ist jetzt die Tage erschienen. Also noch nicht allzu lange her. Und ich habe mir gedacht, wir begeben uns damit direkt mal auf Linie. Ich habe mir jetzt mal die Automatikvariante rausgesucht mit der Doppeltür. Steigen wir erstmal ein. Raus aus dem Regen. So, der läuft 834300. Ach, 343 Sonneberg. Hat er das auch hier jetzt begriffen? Ja, hat er. Wonderful. Licht. Scheibenwischer. Gang. Ach, er steht noch. Mit zu wenig Druckluft da. Dann geben wir ihm mal ein bisschen was davon. Jetzt hat er genug. Gucken, was der Automatikbus so kann. Kommt hier auf. Hallo. Tag. Hallo. Tag. Abend. Guten Tag. Keine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte hätte sie gerne, ja. Dankeschön. Bitte. Ich hätte gern einen normalen Fahrstuhl. Ja. Bitte. Einen normalen Fahrschein, bitte. Bitte. Danke. Einmal normal, bitte. Ah. Danke. Bitte. Das war strange. Haben wir noch 2 Minuten Zeit, können wir uns den Bus mal ein bisschen angucken hier. Ja, ein durchaus gelungenes Fahrzeug. Mit der Doppeltür kenne ich nicht, ich kenne die Schaltvariante mit einzelner Tür vorne. Aber ich hatte jetzt heute keine Lust zu schalten. Mal im Innenraum. Auch schön hier mit dieser Teppichverkleidung überall. Hat der Bus tatsächlich. Hier an der Tür. Ja doch, kommt mir bekannt vor. Machen wir hier ein Licht an. So. Ja, kommt mir bekannt vor, der Bus. Fahren wir mal ein bisschen früher los. Die paar Minuten gönne ich mir. Und dann machen wir uns eine schöne, entspannte Runde mit dem ÜL. Ich bin von der Idee überzeugt. So. Es klingt so, als würde da hinten ZF-Getriebe werkeln. Ja, wo ist der Onkel? Okay, der will nicht bei mir mit.
So, hier rum. Das ist schön, der ist rumgekommen. So, ja, Tetto im Regen. So, dann geht's jetzt los. Jetzt endlich richtig. In Richtung Sonneburg. Die Karre ist verdammt laut. Macht echt Krach. Aber stört's uns? Hören wir wenigstens was von dem Bus. Haben wir ein bisschen Sound auf den Ohren. Von dem schönen MAN-Aggregat, was da hinten drin arbeitet. So leid wie mir das tut, so schön klingende Motoren baut Mercedes nicht. Ja, es tut mir leid. Vielleicht. Ich überlege mir noch, ob mir das vielleicht leid tut. Ja, wie einige von euch mitbekommen haben, in den letzten Tagen gab es da mal keine Videos, ausnahmsweise. Was effektiv daran gelegen hat, dass ich Besuch hatte. Meine Freundin war bei mir und da habe ich mich jetzt vielleicht nicht unbedingt oder was heißt nicht vielleicht, ich habe mich definitiv nicht darauf konzentriert, Videos zu machen, weil da gab es in dem Moment Wichtigeres als Videos zu machen. Bin ich auch ganz ehrlich zu euch. Tag. Da wollte ich mich dann eher ein bisschen um meine Freundin kümmern und ein paar Filme gucken. Und ja. Es kann auch durchaus noch das ein oder andere Mal jetzt in Zukunft vorkommen, dass dann zwischendurch mal keine Videos kommen. Oder mal gucken, vielleicht kann ich sie überreden, mal was mit mir zusammen zu machen. Also mal gemeinsam irgendwie was aufzunehmen. Aber das sehen wir dann. Ich versuche aber auf jeden Fall für die Zeiten, wo sie hier ist, oder ich dann bei ihr, auf jeden Fall ein paar Videos vorzuproduzieren, dass sie halt immer was zu sehen hat. Das haut bestimmt hin. Hallo. 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 Tag. Guten Tag. Tag. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Ich mache jetzt hier wieder Völkerwanderung. Dankeschön. Bitte. Einmal normal, bitte.
Bitte. Einmal kurz. Bitte. Einen normalen Fahrschein, bitte. Dankeschön. Bitte. Einmal eine Kurzstrecke. Eine Kurzstrecke für den dicken Mann, jawohl. Ein Fahrschein, bitte. Yep. Dankeschön. Bitte. Machen wir jetzt alle. Ja, definitiv ZF-Getriebe da hinten drin. Aber gut. Der Bus fährt, ich will mich nicht beklagen. Ja, Entschuldigung, war ein bisschen schnell. Sehe ich ein. Hallo Framerate, schön, dass du auch mal wieder kommst. So, jetzt einmal wieder nach Tettau rein hier. Jetzt bergauf. Das ist übrigens die 272er Variante hier. Mit der Krüger Plus ist es, die hier verbaut ist. Die Matrix, ne? Wisst ihr ja. Ups, bleib stehen. Guten Tag. Tag. Ich hätte gerne einmal Schüler. Ja, einmal Schüler. Also einmal Kind.